gehabt und es ist zum Schluss auch wirklich zu gefährlich geworden. Haben wir nur mehr zu zweit ausgefahren und haben nur mehr Trafostationen ausgeschalten, die was irgendwo neben der Straße waren, wo man nicht weit rausgehen müssen hat. Die großen Schneemassen haben Anfang des Jahres landesweit viele Bäume zu Fall gebracht. Diese Baumstürze sorgten insbesondere im Tennengau und Flachgau für viele Stromausfälle. Also für uns war ganz wichtig, dass die Einsatzstelle dort ist, wo der Hotspot war. Und das war in diesem Fall eindeutig der Tennengau. Und ja, wegen der Sicherheit, das ist unser Job. Und wir machen das alle gern, glaube ich, wenn wir da haben. Und okay, ich meine, dass die ganze Sache nicht ganz ungefährlich gewesen ist, hat jeder von uns gewusst. Aber wir haben, sage ich mal, sehr gut geschult, haben auch laufend Schulungen von der Firmenseite her. Ein gewisses Restrisiko ist bei unseren Arbeiten da sicher immer dabei gewesen. Zu Spitzenzeiten haben bis zu 230 Techniker der Salzburg Netz GmbH betroffene Haushalte wieder mit Strom versorgt. Insgesamt gab es bis zu 2800 Netzumschaltungen, die zur Wiederherstellung des Stromnetzes dienten. Und eine der letzten Netzumschaltungen nach dem Schneechaos haben wir begleitet. Wir fahren jetzt in Daugelbohn rein. Da versorgen wir schon seit 10 Tagen ein Ortsnetz und ein paar Bauern mit Aggregat. Und die Leitung haben wir jetzt repariert und darum werden wir jetzt zubügeln und bauen das Aggregat, schalten die Leitung wieder ein und bauen das Aggregat dann ab. Also, wir bügeln da die Leitung jetzt auf und versorgen den Trafo wieder mit der 30 kV-Leitung, damit die Bauern, was da drin haben, wieder einen Strom kriegen und vom Aggregat wegkommen. Mehr als 20 große Stromaggregate für die Versorgung der Ortsnetze und eine Vielzahl von kleinen Aggregaten wie hier im Taugelboden wurden für die Versorgung von Einzelkunden zur Verfügung gestellt. Also wir schauen dann, dass wir da jetzt schnell wieder rauskommen, weil der Hang schaut nicht so knackig aus. Und dann fahren wir raus zu den Lastrennschalter, den was wir haben, mit dem wir die Leitung darin ausgeschalten haben. Und wenn wir noch die Verfügung von den Kollegen, die das jetzt überbügelt haben, zurückbringen, dann besparen wir die Leitung wieder, damit der Trafer darin wieder einen Strom hat. Eine super Sache, wenn man ein bisschen Schnee schaufeln kann. Vor den letzten Tagen nicht so nett, wo es nur gestürmt hat und man schon einen Sturmhaum braucht hat, damit man überhaupt was. Daugelboden, Kasburg, schaltbereit, Manfred. Daugelboden Kasbach Richtung Strub, Lastrennschalter ein, bitte. Jawohl, ich darf Daugelboden Kasbach Richtung Strub in Lastrennschalter einlegen, die Leitung wieder bespannen. Jawohl. Moment bitte. Daugelboden Kasbach hat Richtung Strub die Leitung eingeschalten, der Lastrennschalter ist schön drin, die Leitung ist wieder bespannt. Hab verstanden, um 12.02 Uhr Daugelboden Kasbach Richtung Strub, Lastrennschalter ein und bis Strub bespannt. Jawohl, ich sage Günther, er kann den Trafo in Betrieb nehmen. Somit ist die Trafostation wieder ans Netz angebunden, die Stromversorgung ist also wiederhergestellt. Bei solchen Einsätzen ist immer eine gewisse Gefahr dabei, das ist ganz klar. Aber wir waren sehr gut mit den Bürgermeistern und mit der Lawinenwarnkommission vor Ort abgestimmt. Zu guter Letzt wird das Notstromaggregat beim Kunden wieder abgebaut. Ja, wunderschön, wenn man in der Früh aufsteht und man sieht wieder blauen Himmel. Der Wind ist weg, es schneit nicht mehr. Man geht mit einer riesen Freude wieder raus, um die Restarbeiten zu erledigen, was haben. Man wird nicht gleich durchnass, wenn es, so wie es vorige Woche war, nach 2 Stunden, da man oft das Gewand wechseln müssen hat. Es ist einfach wieder eine Erleichterung und man ist froh, weil es einem dort 10 Tage gedauert hat, die ganze Sache, wenn es wieder erledigt ist.